Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Build a Theme Park hier bei Erste Germany. Mein Name ist MCE und das ist die erste Folge aus Trier. Beziehungsweise die zweite Folge, bei der letzten Folge hatte ich ja noch kein Mikrofon, deswegen zählt die nicht. Hab mir jetzt heute beim Saturn die USB-Soundkarte geholt. Jetzt kann ich auch endlich auf dem Laptop wieder mit Sound aufnehmen, nachdem ich meine USB-Soundkarte von zu Hause glorreicherweise zu Hause vergessen habe. In der heutigen Folge war eigentlich geplant, dass wir anfangen mit dem Bau der Station und damit den Coaster so ein bisschen zu Themen auf Vordermann zu bringen und so. Ihr wisst ja so, wie das ist, ne? Wenn ich da so irgendeine Idee habe und sage, jetzt will ich das und das machen, kommt alles ganz anders. Bevor ihr jetzt auch gleich sehen werdet, was denn ganz anders alles kommt, möchte ich noch ganz kurz was ankündigen. Und zwar habe ich hier in Trier, habe hier Internet vom Wohnheim ausgestellt und habe mir da mal angeguckt, wie schnell das Internet eigentlich ist. Weil mir ist, als ich die letzte Folge hochgeladen habe, ist mir aufgefallen, dass es deutlich schneller geht als bei mir zu Hause. Mit deutlich schneller meine ich, zu Hause brauche ich für eine normale Folge hochladen so eine halbe Stunde. Hier habe ich jetzt 2 Minuten gebraucht, bis die Folge hochgeladen war. Also habe ich den, habe ich mal den geguckt, da gibt es so eine Homepage, wo man so einen Internetgeschwindigkeitstest machen kann, und habe mir da mal die Geschwindigkeit von meinem Anschluss testen lassen. Und ja, zu Hause hatte ich, glaube ich, 10 Megabits pro Sekunde Download und 1 Megabit pro Sekunde Upload, so in etwa, wenn es hochkam. Ich habe hier 100 Download und 93 Upload, also das Zehnfache. Beziehungsweise im Upload-Bereich sogar das Hundertfache fast. Das heißt konkret für uns, dass ich jetzt endlich eine Leitung habe, mit der ich streamen kann, mit der ich RCT2 auf Twitch streamen kann, ohne Standbilder, ohne Fuck you, ohne alles. Das einzige Problem, was ich habe, dass wir hier eine Datenvolumenbegrenzung haben. Das heißt, ich kann maximal 20, also wenn ich kostenlos weiterhin das Internet benutzen will, 20 GB im Monat, die ich da verschleudern kann. Ich habe ja ursprünglich gedacht, das gilt nur Up- und Download, das heißt, wenn ich jetzt was hochlade, wenn ich stream oder sowas, dass das dann davon betroffen ist, wird das wirklich alles von betroffen. Das heißt, guckst du dir, keine Ahnung, 3 YouTube-Videos an, hast ein Gigabyte Ding verbraucht. Und das ist so ein bisschen, ja, das Problem. Ich habe jetzt im Oktober, in diesem Monat, habe ich nur noch 4-5 GB frei, also ich habe jetzt in den ersten 3 Tagen, wo ich jetzt hier war und seit das Internet funktioniert, habe ich 15 GB schon verschleudert. Das heißt, diesen Monat wird es wahrscheinlich nicht klappen, wenn ich sowieso an diese Scheiße, also man kann sich jetzt für 10 Euro nochmal 20 GB nachkaufen sozusagen. Da würde ich jetzt aber wirklich, ich würde mir nicht extra für Stream das Ding kaufen. Weil es tut mir schrecklich leid, dann wird das Ganze ziemlich unwirtschaftlich, wenn ich für jeden Stream 10 Euro erstmal hinlege, bevor der überhaupt online geht. Deswegen, falls ich sowieso an diese Grenze dran komme und mir sowieso die kaufen muss, dann wird auf alle Fälle im Oktober noch gestreamt. Falls nicht, wird halt erst ab November wieder ein bisschen gestreamt. Ich muss auch schauen, wie viel Volumen da so ein Stream eigentlich verbraucht, wenn ich da jetzt 2 Stunden stream oder mal 1 Stunde oder sowas. Wie viel da in die Heide geht. So, ihr seht, wahrscheinlich voller Schock, seid gerade vom Computer ins Koma gefallen, dass der behinderte Scheiß-MC die letzten 3 Folgen Arbeit gerade in weniger als 10 Sekunden zunichte gemacht hat. Ja, das ist richtig. Was soll ich sagen, ne? Das Problem ist das. Dieser Coaster hier hat das Potenzial, der beste Coaster zu werden, den ich jemals gebaut habe. Und dieser Park ist jetzt schon der beste Park, den ich jemals gebaut habe. Konkret heißt das jetzt für mich, ich habe mir den Coaster einfach, ich habe mir da angeguckt während der Aufnahme, und hab einfach so viele Stellen gesehen, an denen ich nicht alles aus diesem Coaster rausgeholt habe.
Stellen gesehen, wo Verbesserungsbedarf ist, Stellen gesehen, die einfach nicht gut sind. Jetzt, ob flowmäßig her nicht gut oder ob streckenmäßig an sich, also einfach actionmäßig nicht gut. Da gab's so viele Stellen, die mir einfach nicht gefallen haben. Bis auf die, die ich jetzt natürlich da stehen gelassen habe, wo sie sind. Dass ich gesagt habe, hey, das kann ich so nicht guten Gewissens, nenne ich es jetzt mal, in die Heide schießen. Da muss man irgendwas, muss ich irgendwie, ja, was ändern. Deswegen ist der große Teil von Coaster weggekommen. Und es geht wieder in die Coasterbau- und Testphase. Ich weiß nicht, inwiefern das für euch interessant ist, inwiefern das für euch spaßig ist. Wenn ich da zwei Streckenstücke baue und dann wird die Bahn wieder getestet und dann werden wieder zwei Strecken. Na gut. Muss halt gemacht werden, würde ich sagen, ne? Der Bereich, den ich oben jetzt gebaut habe, der gefällt mir soweit jetzt eigentlich sehr gut, deutlich besser als der alte zumindest. Das einzige Problem, was ich habe, dass ich zu wenig Bums im Coaster habe. Das heißt, ich habe zu wenig Power. Das heißt, wir müssen mit dem First Drop ein bisschen hochgehen. Und das hat mich dann vor Probleme gestellt, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass sie überhaupt da sind. Aber sie sind da. Deswegen müsste ich da jetzt nochmal. Da müssten wir hier oben noch sehr viel und sehr lange rumprobieren, bis es dann wirklich mal alles so ist, wie ich mir das vorstelle, wie ich das guten Gewissens. Guten Gewissens, ich sag mal guten Gewissens, das ist. Ja, bis das Ganze halt einfach so. Boah, Gott, quietscht mein Stuhl. Ja, bis es ganz einfach so aussieht, wie es aussehen soll, wie ich das gerne hätte. Was ich an der ganz ursprünglichen Version sehr geil fand, ist, dass der Lift Hill unter dem Turn hinten durchgegangen ist. Das war sehr geil, muss ich gestehen. Das hat mir richtig gut gefallen. Geht jetzt leider nicht mehr, aber das ist halt, muss halt höher werden, ne? So, warum muss der Coaster überhaupt höher werden? Das geht mir nicht darum, dass der mir nicht schnell genug ist oder sonst was. Das Problem ist, obwohl eigentlich, doch eigentlich schon, das große Problem an der Geschichte ist, dass der Coaster hinten bei dem ersten Blockbereich nicht aus eigener Kraft hochkommen würde. Und das wollte ich einfach nicht. Nee, das ist was, das geht mir komplett gegen den Strich. Es geht mir eigentlich auch komplett gegen den Strich, wenn der Coaster zwar die Strecke im Prinzip aus eigener Kraft schafft, aber dann so langsam wird, dass er ohne den Kettenlift halt Ewigkeiten braucht, dass er halt einfach auf 2, 3 Stundenkilometer runter gebremst wird. Und das hasse ich einfach wie die Pest. Deswegen habe ich das jetzt höher, oder möchte ich das höher bauen. Die Kette ist auf 11 km/h gestellt, das heißt, sobald der Zug mit 12 km/h durch die Blockbremse durchfährt, ist meine Arbeit hier erledigt. Beziehungsweise dann ist das Ding hoch genug, ist das Ding schnell genug, dann kann man den ersten Bereich abschließen. Wird jetzt hier noch so ein bisschen rum getestet. Ich glaube, die Lösung ist es jetzt auch schon fast. Ich hoffe, das ruckelt bei euch im Video nicht so krass, wie es bei mir jetzt hier gerade tut. Das ist echt nicht gut. Also muss ich das so nochmal testen? Bla bla bla. Bla bla bla. Das einzige Problem, was ich hier habe, dass mein Zimmer relativ hellhörig ist. Das heißt, es hallt auch ziemlich in diesem Zimmer. Dann bin ich direkt am Flur. Das heißt, ich höre alles, was draußen im Flur abgeht. Und ich habe so diese dumme Befürchtung, dass die da draußen auch hören, was hier drin abgeht. Und ich möchte eigentlich nicht als der neue Mitbewohner bekannt werden, der die ganze Zeit in seinem Zimmer mit sich selber redet. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wie das funktioniert. Ob man das von draußen überhaupt hört, weiß ich nicht. Müsst ihr mal sehen. So, jetzt hier kommt, das kann ich euch jetzt schon sagen oder spoilern, kommt wieder sehr viel Müll, wir werden sehr viele Sachen ausprobieren, die dann letztendlich nicht den Weg in die fertige Aufnahme finden. Die dann einfach wieder rausgestrichen werden müssen, weil sie schwachsinnig sind, weil sie Bullshit sind. Aber hey, das sind wir ja gewohnt, ne? Kennen wir alles.
eigentlich habe ich auch schon alles Wichtige gesagt, also könnten wir an dieser Stelle den Kommentar abbrechen und nur noch Musik weiterlaufen lassen. Hey, nur Bullshit mal rauskommt. Na gut. Ich hoffe, dass ich, jetzt in der Folge werde ich nicht mit dem Coaster fertig, dass in der, wenn wir wieder kurz nach der, Blockbremse, beziehungsweise ich glaube sogar schon nur die Blockbremse, fertig sein mit dem Ganzen. Und was wollte ich jetzt sagen, wenn wir fertig sind mit dem Ganzen, mit der Blockbremse? Ja genau, und der Teil nach der Blockbremse, den machen wir in der nächsten Folge. Ob der da allerdings fertig wird, weiß ich nicht. Ich baue jetzt ja schon, das ist glaube ich die vierte Folge, wo ich habe Coaster baue. Doch, die vierte Folge müsste sein. Die fünfte wird es auf alle Fälle noch geben und mit etwas Pech eine sechste. Da könnt ihr schon mal drauf einstellen, die nächste Folge wird wieder sehr holzlastig. An dieser Stelle, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier Feierabend. Ihr habt noch 5 Minuten anzugucken. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn gestreamt wird, gebe ich das natürlich auf Facebook vorher bekannt, dass ihr das alle mitbekommt. Ansonsten, Leute, macht's gut. Bis bald und tschüss.